Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA The Journey Champions mit der guten Kim Handa und ihr im nächsten Trainingstag Eimer Stopfer und über die Mauer. Wenn wir den Ball haben, können die anderen kein Tor machen. Heute geht's um Ballbesitz und Pässe. Sehe ich nicht so. Und bei den Spielerinnen, die wir hier haben, bin ich der Meinung, dass das doch geht. Dass die ein Tor machen können. Oh. Du musst da reintreffen. Du musst da reintreffen. Jawohl. Jetzt hat. Hallo, der war doch drin. Oh, reicht sogar. So ein Glück. So, nächstes. Über die Mauer. Dein Ernst? Wäre mir jetzt wurscht gewesen. Aber gut. Hat ja geklappt. Das war ein gutes Training. Erst recht von Hunter. Was hast du denn gefrühstückt? Das war klasse. Sehr gut. Danke. Keine Ahnung, was ich gefrühstückt habe. Sie sagt, ich soll Profi werden. Wenn so eine Agentin das sagt, sollte ich auf ihren Rat hören, oder? Und das College sausen lassen? Ob das so gut ist? Aber du sagtest, es gibt viele Chancen. Zum Beispiel, den Weg als Profi zu nehmen. Ich sagte, das macht was her. Nicht, dass du es tun sollst. Sie sagt, ich kann diesen Sport verändern. Das hat sie gesagt? Ja, aber du weißt ja, wie Agenten sind. Du bist die Beste, die Größte, ich will 20%. Richtig? Hunter? Sag mir, dass ich mich da verhört habe. Du hast mit einer Agentin gesprochen? Nach den Teamregeln sind Vertragsgespräche bei Nationalteameinsätzen untersagt. Wir haben nur geredet. Es reicht! Raus! What the fuck? Ist dir das alles zu Kopf gestiegen? Meinst du, du stehst über den Regeln? Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle nach Hause zu schicken. Es tut mir leid. Mein Bruder hat mich mit seiner Agentin besucht und wir haben geredet. Geplant war das nicht. Für mich klang das wie eine Plauderei. Es kommt nicht wieder vor, Ehrenwort. Dass ich hier bin und Teil dieses Teams bin, bedeutet mir alles. Also gut. Bitte, ja. Letzte Warnung, Hunter. Danke, Uschi. Läuft doch wunderbar. BRD. Okay. Im Ernst? BRD, nicht GER. Für Germany. Okay. Du solltest besser nicht vergessen, dass es noch was anderes gibt als dieses Meine Turnier. Schwester macht WM-Schlagzeilen. Warst du in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg? Hunter, manchmal vergesse ich, dass du erst 17 bist. Jetzt auch noch die jüngste WM-Teilnehmerin. Hunter, kannst du in diesem Sport mehr erreichen, als Geschichte zu schreiben? Hunter! Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes, Leute. Oh.
Die ist doch total perplex. Die weiß doch gar nicht, was sie tun soll. Also mich täte es echt wundern, wenn die jetzt hier abgeht auf dem Platz. Die ist... Oh Mann, ey. Halbfinale hier bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Frankreich 2019. Wer kommt ins Finale? Wer darf weiter vom Titel träumen? Heute wird es sich entscheiden. Wir übertragen das Ganze natürlich live. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind am Mikrofon und wir werden Sie durch eine hoffentlich spannende Partie führen. USA gegen Deutschland. Für diese beiden Teams gilt es jetzt. Ein Schritt fehlt noch zum Titel. Und da ist sie, die Startaufstellung. Das könnte die Führung geben. Kein guter Abschluss hier. Oh, erstmal warm schießen. Petermann. Schöne Aktion. Lass doch nicht die Marochan so alleine. Was für eine Chance. Schöner platzierter Ball, aber. Ach guck, jetzt haben wir eine andere Torhüterin. Crystal Dunn. Samantha Mewis. Amber. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Da kommt der Schuss. Hunter. So, geht er gleich gut los. Jawohl. Frühes Tor, das wird interessant hier. Der Abschluss hier, natürlich kein Problem. Irgendwie neigedusel das Ding. Aber es hat geklappt. Wunderbar. Sehr gut. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Geht er doch. Vielleicht brauchst du das. Brauch innerlich den Druck, damit sie besser funktioniert. Und Marochan. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment gut, ich ist da kein so. Durchkommen. Ich ehrlich bin. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Gößling. Meier. Vor 4 Jahren wollten es die deutschen Frauen ja den Männern gleich tun und auch Weltmeister werden, aber dann kamen die USA im Halbfinale. Tja, und das war einfach ein zu schwieriger Gegner. Unglaublich stark damals die Amerikanerin. Und das sehen wir auch diesmal wieder. Die USA stehen erneut im Halbfinale. Ist natürlich aktuell schon eine der... Toller Pass. Gute Aktion. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Tor! Alex Morgan trifft! Ja, so macht man das. Miau! So kennen wir sie. Gute Schusstechnik. Schöner Treffer. Echt, war das ein Schuss? Ja, das macht sie hier wie immer. Ganz ruhig und überlegt. Schaut doch gut aus. Es steht gesagt, das wäre irgendwie reingeduselt. Spielen sie hier ohne große Probleme. Nix. Jetzt Pop. Gutes Technik. Jesus. Ander. Er muss sie nach außen bringen, dann kann sie frei durchlaufen. Dann wäre das eine super Konterchance. Abseits, oder? Da hat sie Zeit für eine Alleingabe. Den Ball kann sie einfach aufnehmen. Sie schaut fast aus wie ein Er. Oh, aber Druck hier, ey. Guck mal, wie hoch die Samantha da angreifen. Lloyd. Kann ja leider nichts dagegen tun. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ballverlust. Ah. Meier. Oh. Sie haben Platz. Ball verfehlt, war nicht gut. Kann sie nicht halten. Sie bekommen den Einwurf. Erstmal Zeit schinden, das ist gut. Meier, Petermann. Na komm her, komm. Da ist die Flanke. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Aber der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. Ja, genau in die Mitte geköpft. Da. Ist das eine Torchance? Und jetzt der Schuss. Das war knapp. Ganz im Gegenteil zum Spielstand. Ja, und damit hätten sie die Chance gehabt, zumindest ein wenig ranzukommen. Wieder nichts.
Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Petermann. Sie spielt den Ball direkt zurück. Und da zieht sie ab. Kein guter Abschluss hier. Mir gefällt es überhaupt nicht, dass sie aus der zweiten Reihe da schießen. Was will ich machen? 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Da ist der Ball weg. Alex Morgan am Ball. Och, lass du mal laufen hier. Na gut, schaut ganz ordentlich aus bisher. Trainerin ist voll des Lobes, wunderbar. Und weiter geht's mit diesem Halbfinale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019. Meier. Petermann. Geh zu, geh weg, meiner. Crystal Dunn. Kim Hunter. Sie kommen über den Flügel. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Fängt nein! Boah. Den habe ich jetzt sicher gedacht zu haben. Petermann. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt die Chance. Jetzt der Schuss! Der Ball ist drin! Ein tolles Tor! Der Schuss war richtig gut platziert. Da kannst und eins, du nicht rankommen und zwei, und drei. Jawohl. Keine Kraft mehr. Technisch sauber, wie sie die Situation hier zu Ende spielen. Das machen sie eiskalt und lassen der Keeperin keine Chance. Ich glaube, ich lege mich nicht zu weit aus dem Fenster, blutet mein Herz. Aber was will ich machen? Wenn ich mal hier ausschalten, das bringt uns ja nicht weiter. Ne? Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Jetzt könnten wir ja mal versuchen, dass die Alex Morgan eine Vorlage von der Kim Hunter kriegt, ne? Soll das vielleicht noch erfüllen. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt aber wieder nach innen spielen. Samantha Mewis. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und Marushan. Wow. Sehr gut aufgepasst. Ja, aber hallo. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Ich muss das Abseits war. Von hinten reingekretscht. Hol dir eine Vorlage. Ja, ich würde Alex Morgan gerne die Vorlage geben. Aber Samantha Mewis. Alex Morgan am Ball. Schönes Zuspiel. Gute Aktion. Der ist zu weit. Völlig hätte man schießen können. Aber jetzt ist ja wurscht, ob wir jetzt 4-0 machen, ist völlig egal. Jetzt wäre es vielleicht mal wichtig, wirklich hier die Punkte abzuhaken. Aber sie holen sich den Ball doch noch. Kommt jetzt die Flanke rein? Gute Aktion, da ist die Flanke. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. So, wenn du weiter gerannt wärst, hättest du den Ball einfach mitnehmen können. Ey, das ist, ich versteh's nicht. Ich habe die Spielerin ja noch ausgewählt gehabt und bin weitergelaufen. Bleibt aber kurz stehen. Das ist genau der Bruchteil der Sekunde, der fehlt. Da rücken die Mitspielerinnen mit auf. Jetzt haben sie den Ball verloren. Oh Gott, der war zu weit. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Die USA liegen deutlich vorne und ich glaube, das ist fast schon der Finaleinzug. Wer soll sie jetzt noch stoppen? Wieder einmal überragende Leistung, deutliche Führung kurz vor Schluss. Hier kann sie klären. Überzeugende Vorstellung von ihr, vor allem heute ist es eine richtig gute Passquote, die sie auf den Platz bringt. Regulär sind es noch 7 Minuten.
Super. Oh, der war geil. Dafür gibt's nicht grün, ne? Jawohl, da ist die Vorlage auf morgen. Geil. Haben wir eine. Aber wir bräuchten eigentlich noch eine zweite, ne? Und da macht sie ihren zweiten Treffer. Hat genau gepasst. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Alex Morgan jetzt. Hunter. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Kim Hunter. Ah. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Und damit stehen wir. Oh, was jetzt? Alles schwarz? Ah. Hunter, das war eine starke Leistung. Na los, genieß es. Du hast es dir verdient. Danke, Coach. Dankeschön. Bitteschön. Gern geschehen. Ja, wunderbar. Da freut man sich doch gleich. Kim mit. Hunter. Sie stehen mit gerade mal 17 Jahren schon im WM-Finale. Wie fühlt sich das an? Das lässt sich schwer beschreiben. Also, momentan habe ich wirklich sehr viele Emotionen auf einmal. Ich fühle mich stolz und nervös, erleichtert, aufgeregt, traurig. Traurig? Naja, klingt eigenartig, ich weiß. Ich nehme an, weil das Turnier fast zu Ende ist und das will ich nicht. Ist halt meine erste WM und für mich etwas Besonderes. Und der Gedanke, dass das bald vorbei ist, egal wie das Finale ausgeht, ist traurig. Ich weiß, das klingt dumm, oder? Nee, tut es nicht. Wenn Sie es so sagen, ergibt es absolut Sinn. Danke für die ehrlichen Worte. Klar. Nö, sagt er. Jawohl. Sehr gut. Oh, wir haben noch einen Attributspunkt, das ist ja wunderbar. So, jetzt werden wir wahrscheinlich wechseln dürfen, nehme ich mal an. Jetzt wieder auf den Danny, hä? Nein, kein Wechsel. Also ich gehe mal davon aus, es wird jetzt Training kommen und dann wird der Wechsel kommen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir schaffen noch die eine Vorlage auf Alex morgen. Boah, ansonsten würde ich sagen, stay tuned und bis bald.